Stelle ich mich mal auf den Baum hier. Ach, eigentlich kann man sich immer finden, fällt mir gerade auf, ne? Auch ohne Minimap. Ja, mit den Koordinaten. Die Koordinaten. Wo bist du gerade? Oh Gott, 2 Skeletons. 4, 5 Skeletons! Alter, fick die Kacke! Ich glaube, ich sterbe jetzt. Alter, 5 Skeletons sind gerade hinter mir. Ich kann nicht schnell rennen, weil ich. Ist irgendwo Wasser oder sowas, wo du rein kannst? Weil hier bei mir ist ein See. Also anscheinend konnte ich gerade flüchten. Die sind gerade ziemlich weit hinten. Bei mir ist hier so ein kleiner Mini-Bach, aber das meinst du sicherlich nicht. Also hier ist ein Ding, das ist an manchen Stellen sehr, sehr dünn. Aber es geht auf jeden Fall weiter. Bist du richtig auch kurz so in Berge gelaufen? Bergig oder eher? Nee. Hier ist gerade Sandstrand. Kacke, Bambus. Ah, ich weiß, glaube ich, wo du bist. Ich weiß, ich komm. Hier ist so ein Spalt, wie so ein Fluss. Also auf der anderen Seite ist auch gleich wieder Sand. Moment. Oh Gott, überall Skeletons. Ja, bei mir auch. Aber dann, ich glaube, du bist hier drüben irgendwo. Boah, hier ist ein übler Spalt. Da könnte man direkt rein, wenn es zu arg wird. Geil. Oh Gott, eine Spinne. Ich habe 1,5 Herz. Es sind bei dir irgendwelche aus Stein gebauten Sachen. Die sind große Monumente bei mir. Ich muss kurz überleben. Warte mal ganz kurz. Ich kann gerade nicht reden. Überlebe, Johnny. So, jetzt bin ich vollgefressen, zumindest mal. Immerhin etwas. Ich. Bei dir so eine Art Wüste in der Nähe? Ja, Wüste. Berge gegenüber von einem kleinen Fluss. Ich bin in der Wüste. Okay, warte, ich kletter hier mal kurz den Berg hoch. Also wir müssen uns eigentlich. Okay, jetzt bin ich in der Wüste. Da vorne ist eine Wüstenstadt. Aber das ist nicht die, wo die Schienen entlang führen, glaube ich, oder? Oh, das gehen da die Schienen lang? Ich glaube nicht. Ich lauf mal kurz hin und versteck mich drin. Ja. Ich komme auch Richtung. Also wenn das die Wüstenstadt ist, dann kommen wir jetzt in die Richtung gelaufen. Das ist so ein Gebäude mit orangenen Klötzen drin. Oh, hallo Creeper. Das ist eine Pyramide, glaube ich. Echt? Ja, das ist eine Pyramide. Alter, du hast eine Pyramide gefunden, ich fass es nicht. Alter, hier drin sind Penisse. Oh Gott. Da hat eine Goldrüstung an, der eine Skeleton. Okay, geh am besten, okay. Lauf. Verbunden okay. Irgendwie, ich suche dich. Ich hab mich gerade zugehört. Oh Gott, ein Creeper. Oh Gott. Oh, weg hier. Ich dachte, ich bin da drin sicher, weißt du? Ich habe mich da drin zugebaut und auf einmal kommen da 2 Skeletons und einer hat eine komplette Rüstung an. Ich fass es nicht. Kannst du mir kurz die Koordinaten sagen? Alter, ist da ein Riesenhaufen hinter mir. Ich muss jetzt irgendwie überleben. Ja, warte. Was für eine F-Taste war da noch? F3. Okay, warte. Also XY. Oh, Spinne. Ich glaube, Spinne ist schneller als ich. Warte mal. Schon wieder. Nee, das Scheißessen verbraucht sich so schnell, ey. Okay, ich bin X717. Ja. Y73, Z ist egal. Also X. Also 730, 75. 730 und 75. Okay, gut, dann bist du in die Richtung. Warte mal, 730 und 75? Ja, Alter. Ich guck nochmal. Bei mir. Also Z ist 75 bei dir? Nee, Y ist 75. Achso, okay, also X und Z, was ist denn bei dir X und Z? Ah ne, Y ist bei mir die Höhe. Ne, Z minus 614. Ah, minus 614. Also, fick die Kacke. Ja, ich seh's gerade. Also, Z ist minus 614 und X war 700 noch was, gell? 720. Alter, bist du weit weg von mir. Ich bin bei X auf 1100 und bei Z minus 300. Also Z geht. So, bei mir ist relativ ruhig, also in der näheren Umgebung ist alles voll geschissen mit irgendwelchen Zombies. Dann bist du aber tatsächlich übrigens auch in der Nähe der in die Richtung liegt auch die Stadt, wo auch die Schienen durchgehen. Aber das ist keine Stadt, also das ist irgendwie schon. Ja. Das ist eine Pyramide, also da drin sind auch Fallen, so wie es ausgesehen hat und so, und dieser Skeleton mit Goldrüstung. Ich geh mal hier einfach auf die Spitze. Stell die Render Distance auf Far. Ich habe ja jetzt hier das Texture Pack, wo ich eigentlich keine FPS-Einbrüche haben sollte. Distance. Ja genau, ich hab's auch auf Frage gestellt. Ich bin jetzt gleich bei Z auf der minus 600 und da muss ich noch rüber auf die 700 bei X. Oh ja, ey, hier seh ich schon. Hier stecken überall Pfeile, das muss hier von dir gewesen sein. Das sind natürliche Wegweiser zu mir. Überall Pfeile. Ey, wie geil, du hast echt ein Ding gefunden. Wir haben noch nie ein Ding gehabt, ne, Bums.
Ja, wir haben schon lange Zeit danach gesucht. Das heißt, das können wir vielleicht jetzt aber bei dem Schwungraum mal kurz erledigen. Hier Jetzt wäre ist es natürlich noch angenehmer, wenn es gerade hell wäre irgendwie. müsste aber eh Das gleich hell wäre werden. ganz schön angenehm. Oh ja, da drüben ist schon die Wüste. Ich müsste dich jeden Augenblick sehen. So, da. Ah, ich kann doch jetzt meinen Pfeil mal ausprobieren. Schieß mal in die Luft, ich müsste doch eigentlich einen brennenden Pfeil dann sehen, ne? Ich glaube, in der Luft, der brennt erst, wenn er halt irgendwas trifft. Ja, die verbrennen einfach, die Penisse. Ich sehe gerade, bist du auf so einem recht steilen Berg geklettert irgendwie? Ja, das kann Was? möglich sein, ja. Warte mal. Oh fuck, hier steht echt ordentlich was rum. Das ist echt extrem weit weg. Crank. Crank, Berg, this is your crank. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir generell wieder nach Hause finden. Ja. Haben wir die Koordinaten irgendwo aufgeschrieben mal? Stimmt, Ich sehe oder? dich, ich sehe dich. Hallo? Also ja, hello, wenn wir in die Richtung laufen, hier lang, sollten wir eigentlich da über uns irgendwann die Schienen sehen. Aua. Was hier ordentlich am Metzeln. Ist ja fast gar nichts mehr übrig, da. Du alte Bonke. Na, es geht. Jetzt wird es ja wieder hell. Also sollten die langsam wieder verschwinden, die kleinen Penisse. Sollen wir hier mal reinlaufen? Ja, genau, lass da mal Wie reinlaufen. funktioniert dieser super-duper Push-Dingens? Der ist richtig geil. Vor allem dieses Power da, das macht die echt schnell down. Ich will nur ganz kurz in die Richtung laufen und nach der Ding gucken. Hier müssten irgendwo die Schienen sein. Ich komme gleich zurück zur Pyramide. Spätestens wenn wir davon. Ja, da vorne sind die Schienen schon, okay. Aber das ist ein nettes Passt aber. Dorf hier, oder? Was wir da Nee, 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 gesehen haben. das ist richtig. Das ist eine Pyramide, ich fasse es nicht. Das ist echt eine gefunden. Geil. Okay, dann lass uns mal. Aber denkt ja, das sind überall Fallen. Wenn man irgendwie einen falschen Knopf drückt, dann fliegt alles in die Luft. Wir müssen aufpassen. Am besten gar nicht drücken. So, wir müssen ja generell hier ein bisschen aufpassen. Oh, guck mal, was da kommt. Guck mal, was da kommt. Ganz viele Zombies. Oh, So. shit. Okay. So, dann gehen wir mal hier rein. Ich Oh. bin mal gespannt, was uns erwartet. Alter, schon direkt ein Skelett. Und guck mal, hier links sind die Geheimgänge, ne, wo die irgendwelche Treppen hochgehen. Geil, geil, geil. Ach, guck mal, da kommst du oben drauf. Das ist echt. Und da kommst du hier rein. Ey, das ist ja richtig geil, wirklich. Fällt mir sehr, sehr gut. Ah, hier kann man schön von außerhalb drauf. Wir können das Ding ja ausschlachten und hier ist das irgendwie als kleine Base errichten, weißt du? Kleines Bauwerk einfach Wir für bauen es uns. komplett. Das können wir machen. Guck mal, also ich glaube, der Trick war irgendwie, man muss das Wollestück hier entfernen. Und Und dann dann nicht geht's da. runterfallen oder so. Und da geht's dann runter. Aber pass auf, da ist diese Druckplatte. Heißt, wenn wir dieses Wollestück entfernen. Und da eine Treppe runterbauen. Aus Stickies, das können wir eigentlich machen, weil wir genug Holz haben. Ich gehe das mal kurz an. Dann verbrauche nur ich jetzt mein Holz, okay? Ich habe hier sechs Ah, okay. Birkenholz. Das werde ich jetzt geschwind verbrauchen. Warte mal, Crafting Table mache ich, weil ich habe jetzt ein bisschen Bauholz Ach so, verbraucht. shit, ich habe okay, meinen. Egal. Gut, dann mach du schon mal das Crafting-Ding. So, den Rest kannst du. Oh mein Gott, ich bin Ach so, gerade hast du den runtergefallen. Knopf gedrückt? Nee, ne? Nee, 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 Oh nee. Gott, zum Glück. Okay, cool. Aber die Kisten kann ich eigentlich Du aufmachen, kannst oder? Kisten, Ohne kannst dass du ich. aufmachen, ja. Soll ich versuchen, die Redstone-Verbindung zu zerstören, wenn ich mich hier neben dran runter knabustere? Kannst du eigentlich machen, du alter Knabuster, Mann. 15 Leitern Okay. sollten ausreichen, oder? Weißt du, jetzt fällt mir von hier oben so ein Stock auf die Druckplatte. Bam! Oh shit, das Fuck, ich wäre hab dumm gerade echt gesagt. einen zu viel in der Hand. Oh Gott, hier sind TNTs. Aber die kann ich ja eigentlich kaputt machen, ja. Bau mal bitte alle ab, weil ich habe hier jetzt echt einen Stock zu viel in der Hand. Ich fasse es nicht. Ich komme nicht aus dem Bau. Weißt du, ich gucke genau unter ins Loch, habe einen Stock aufgehoben und habe den jetzt in der Hand. Sind die TNTs weg? Okay. Hier ist keine Gefahr mehr. Ah, sind zum Glück nicht runtergefallen. So, ich komme jetzt runter. Aua. Hier haben wir Eisen, ein Emerald, bisschen Gold. Boah, es hat genau gereicht, ne? Ja, zwei Diamanten, perfekt. Geil. Okay, dann lass ich hier mal alles mitnehmen. Ich habe eh kaum Platz, um was zu picken. Nehme jetzt mal nur das, was bei mir reingeht. Alles, was du jetzt noch da drin findest, kann ich nicht mehr nehmen. Nehme ich mal die zwei Ja, das Diamanten. war's schon. Weil ich habe so viel von diesem Pflanzenkram jetzt. Okay, Richtig gut, da geil können hier, wir die wieder hoch. Pyramide. Ja, hier könnten wir echt so einen kleinen Unterschlupf reinmachen, ne? Ja, auf jeden Fall, warum nicht? Hier unsere kleine. Wir Gefällt können mir. die ja erweitern, weißt du? Größer machen Genau, einfach. genau. Das sieht echt, vor allem wenn man sich das Ding jetzt nochmal von draußen anguckt, wie geil das aussieht. Eigentlich ist es ja nicht kompliziert gebaut, aber
Ich finde es einfach geil, kleine Dinge, aber mit halt viel Form reinzubringen. Nicht ja. So ein viereckiger Klumpen, sondern halt wirklich irgendwie eine Form reinzubringen. Da müssen die Räume gar nicht so groß werden oder so riesengroße Räumlichkeiten. Einfach so klein verschachtelt mit vielen Gängen, sowas finde ich geil. Ich hätte auf jeden Fall richtig Bock, das Ding zu erweitern. Aber Ja. weiterhin mit demselben Stil, so klein, so schmale Gänge und dann hier eine versteckte Treppe, eine Leiter und so. Richtig geil, also Vor den allem Punkt müssen wir uns auf jeden Fall merken. zuallererst hier hinten vielleicht einfach mal noch zwei Türmchen dran, weil da sind nur zwei vorne. Hinten wäre es auch geil, wenn da welche dran wären. Und ja, das ist echt geiler Scheiß. Konntest du eigentlich alles andere mitnehmen? Ja, ich habe alles andere mitgenommen. Sollen wir das jetzt, aber das machen wir jetzt nicht direkt, oder? Das Weiterbauen Ach so, hier. nee, 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 nee. Okay. Weil dann packen wir es am besten wieder. Crafting Table können wir stehen lassen, weil ich bin, wie gesagt, komplett voll. Also theoretisch könnten wir zur Wüstenstadt laufen. Ja, genau, Und machen dann wir das mal. Richtung, also Heimzus fahren. Guck mal, siehst du das Ding da vorne? Was ist das, was da vorne so komisch aussieht? So wie gebaut? Ja, ich sehe es gerade. Schauen wir uns das mal an. Also da müsste eh jetzt, wie gesagt, gleich auch die Wüstenstadt erscheinen, aber das sieht merkwürdig aus, das Stückel da. Gucken wir mal. Ah ne, das ist einfach nur dunkel. Das ist so ein Grafikfehler, beziehungsweise ja doch einfach Schatten. Wir haben doch die Shader Mod, Kollege. Der Schattenmod. Ja, das ist einfach nur so zufällig. Aber wenn man jetzt hier dieses Stück, pass mal auf. Hier, ich zeig dir mal die Ding-Methode. Und zwar, mach hier meine Fackel hin. Wenn ich es jetzt anschlage, müsste das ja alles runterfallen. Und auf der Fackel, Wow. ne, geht es dann so. Und das gleiche können wir mit Gravel auch machen. Na, Ah, das da ist ist die natürlich nicht Stadt. schlecht. Das vergrößert natürlich die Chancen, Ja, vor an allem Flint das Ganze. ranzukommen. Binär. Wo ist denn jetzt eigentlich? Kann man irgendwie auf Clients Seite, kann man sich da irgendwelche Pumpgun-Mods oder sowas oder AWP-Mods runterladen? Gibt's da irgendwas? Oder kennt ihr was? Da draußen? YouTube-Community? Ich YouTube. hasse Leute, ich hasse Leute, die irgendwie so YouTube-Community. Naja, das sind die gleichen, die auch sagen: Abonnieren, favorisieren, kastrieren. Daumen penetrieren. Das sind echt die schlimm. Ich hasse Leute, hasse ich. Echt schlimm, warum? Ich meine, man muss doch niemandem sagen, dass er abonnieren soll. Wenn er abonnieren will, macht er das und wenn nicht, dann macht er das nicht. Kann das nicht nachvollziehen. Haben wir das jemals gemeint? Irgendwie abonniert uns? Ich weiß es nicht. Nee, haben wir nicht. Ja, es geht einfach darum, dass wenn Leute monetarisieren, dann zählen ja nicht nur die Klicks, sondern auch die Likes, die Favos, die Kommentare, verknüpfte Facebook-Accounts, was da für eine Aktivität ist. Da spielen extrem viele Einflüsse mit ein, ne? Wie Ja. viel RPM du bekommst. Das ist schon. Und deswegen favorisieren, Daumen hoch, Das ist echt trotzdem wirklich, legalisieren. wirklich Weißt echt. du, er lädt Kinderpornos hoch und sagt legalisieren. Legalisiert meine Pornos, ich habe echt die ganze Library hochgeladen. Ja, aber wie gesagt, dennoch, das ist echt, ich hasse Leute, echt. Die können dich wirklich kacken, wie. Ah, da vorne ist die Stadt. Wie denn mit den Ah, ganzen. Killer, Killer, ich mache hier kurz so einen Abdrifter. Hier ist gerade so ein kleiner Mini-Dschungel. Ich schau kurz, ob ich hier Affen sehe. Komm mal mit rein. Weil hier hängen diese Beams, diese Kakao-Beams. Ah ja, die Und Kakaobohnen. vielleicht sind hier irgendwo auch Äffchen. Ich weiß auf jeden Fall, dass man die Pferde fangen, also dass man die halt irgendwie reiten kann, aber ich weiß nicht, wie man die fängt. Wir haben doch mal eine Folge gesehen bei Gronkh, wo auf so einem Schwein sogar geflogen ist. Und die Kollegen haben gemeint, das würde echt gehen. Sowas würde Das ich gerne machen. ist doch irgendwie so ein fliegender Pony. Ja, das wird so ein Add-on oder ein Dingens sein, denke ich mal, oder? Ich weiß es nicht. Also auf dem Schwein kann man ja auf jeden Fall reiten. Das ist ja unbestritten. Und Genau. es hat dann irgendjemand gemeint, ja, man könnte das Schwein verzaubern. Und dann kann man drauf fliegen. Also völlig legitim. Nur ist halt die Frage, wie verzaubert man legitim, ohne in irgendeinem Penismodus zu sein, ein Schwein? Weil du musst es ja ins Inventar packen, um es erstmal ins Feld reinzuziehen, weißt du? Genau, vielleicht geht es mit Zaubertränken, die man dann auf das Schwein draufschmeißt. Das kann ich mir gut vorstellen. Irgendwie wird schon möglich sein, aber worauf ich halt richtig jetzt geil bin, erstmal sind auf jeden Fall die Pferde. Und ich würde gerne die Äffchen sehen, wie die aussehen, was sie droppen, wenn man sie killt und ob man mit denen spielen kann und Genau, ob sie mit ob dem die Kot mich schmeißen. mögen. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich trotzdem schon geladen, das Stück. Wir kommen jetzt nämlich gleich unter die Schiene. Aber das ist doch so blöd. Echt blöd, ja, Jumble. Oh, Killerli, guck mal, das ist noch nicht geladen. Hier ist nämlich eine Höhle. Zeig Haben mal, wir noch wie. nicht entdeckt. Du lügst bestimmt rum, du alter Höhlenentdecker. Boah, war das eine fette Höhle hier, Guck Alter. Das mal, willst du da nicht ist sogar glauben. Kohle drin. Kannst du die Ich glaube, ich abbauen? habe mich verlaufen. Geht's jetzt hier oder da? Guck mal hier, wie meinst du Nee. dazu? Menschen, du Die Menschen ist jetzt Duell. Das ist, wenn die richtigen Männer spielen. Was ist mit dir los, Kollege?
immer am Rumscheißen und sowas. Nom, nom. Oh, ich dachte gerade, das wäre ein Affe, aber das ist eine süße Kuh. Süße Kuh. Ich bin bei hier, Schubidu. Komm, packe mal. Hier im Dorf, Kollege. Komm jetzt mit, du Mensch. Ich will jetzt einen Affen finden. Aber ich komme mit. Ich will. Guck mal, die Kuh. Guck mal, die Kuh. Was machen die da im Busch? Warum so rum? Ich mach's nicht. Ja. Beim Geschlechtsverkehr getötet. Oh, die ganze Familie hat sich im Busch versteckt, um zu überleben, und genau das war ihr Verhängnis. Ja, das sah aber nicht nach Überleben aus, das sah nicht nach über, nicht nur Überleben. Auch vermehren. Auch vermählen. Ja. Boah, hast du jetzt auch gerade so viele Schatten? Ja, hier vorne habe ich einen. Aber ich habe einen Schatten. Komm, lass mal wieder Richtung Dörflein gehen, folgen Sie mir. Ja, okay. Folgen Sie mir, das ist... Was liegt denn hier rum? Guck mal hier. Apfel... This is not amazing. Guck mal, komm, das wird jetzt ein Wassersprung. Achtung. Aber erst was essen. Aber da rechts sind das Wasser. Rechts, Kollege. Nein, 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 nein. Guck mal, Achtung, wir managen dazu. Pass auf, pass auf. Oh, Sack aufstoßen. Oh yeah.